Und es hat eine besondere Regel. Der Gewinner des Kampfes muss diese Glocke hier lauten. Also werden die Kämpfer versuchen, hier hochzuklettern und an der Glocke zu gelangen. Und ja, ich rufe mal den ersten Kämpfer, ey, verpisst euch mit eurem Bier. Tourette-Säufer. Der erste Kämpfer. Ah nee, was? Ich hätte fast Dolly vergessen. Ein letztes Mal. Und vergesst nicht, nach dem Kampf, ihr müsst alle abstimmen. Siegerehrung ist oben im Goldenen Salon. Mit Party die ganze Nacht. Vergiss nicht, ihr müsst nachher abstimmen. Und noch eine Sache. Bier spritzen ist lustig, aber ich habe ein paar Flaschen Bier gesehen. Es ist nicht wie im Fernsehen in Amerika, dass man sein Bier gegen den Zaun werfen kann. Der Zaun ist leider nicht so dicht. Und es wäre doof, wenn einer der Kämpfer, die einiges abkönnen, eine Flasche Bier auf den Kopf kriegen würden. Deswegen kriegt er hin, bitte. Jetzt brauche ich ein letztes Mal, bevor es losgeht. Bitte, ein Applaus für die frisch geschiedene Dolly Duschenko! Also ich kacke, verpisst euch. Aussie, hau ab, Alter. Du hast nichts verstanden, du hast mal Anfang gar nichts zu suchen. Du hast nichts verstanden. Geh mal auf die Krippe, Mann. Geh mal in Lacage oder in Puff. Hau ab. So, Musik aus. Musik aus. Meine Damen und Herren, der erste Kämpfer. Ein Baum, du Penner nach vorne, verpisst das ist, ja, du meintest den Ring, das ist aber dumm. Das hat hier nichts zu suchen. Das ist dumm. Meine Damen und Herren, ein Applaus für den Metzger! Von letztes Jahr. Endlich hat letztes Jahr Iron Maiden diesen Gurt nach Hause genommen. Und den Herr hier, der Metzger, hat diese Woche live auf YouTube Iron Maiden zusammengeschlagen und ihr den Gurt geklaut. Und deswegen wird das jetzt hier geklärt. Meine Damen und Herren, und dafür brauchen wir den Herausforderer vom letzten Jahr. Meine Damen und Herren,
einer der toughsten Kämpfer der Rock'n'Wrestling-Geschichte und mit Sicherheit der schönste Glied auf dem Ring, Captain Penny! Der erste Kämpfer, der die Glocke lautet, ist der Gewinner. Und wir fangen an! Come on! Rock and Wrestling, are you ready to rock? Yeah.
der Lebensraum. Metzger und Penis bewegen sich nicht mehr. Harry Helga hat die Glocke geleuchtet. Harry Helga hat den Kampf für Penis und Helga gewonnen. Metzger, tut mir leid, laber mich nicht voll. Laber mich nicht voll, tut mir leid. Hey Digga, tut mir leid. Ich hab's eindeutig klingeln gehört. Ich hab's eindeutig klingeln gehört, meine Damen und Herren. Au! 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 Helga behauptet, alleine gewonnen zu haben. Was soll denn das? Jetzt wird Helga platt gemacht. Au! Der totale Chaos. Meine Damen und Herren, was ist hier los? Was ist hier los, meine Damen und Herren? Captain Penis und den Metzger. Was habt ihr denn vor? Was ist hier los? Da kommt gleich eine Schweinerei. Da kommt da gleich eine Schweinerei. Nein? Okay. Das ist das Härteste. Das ist das Härteste, was wir je bei Rock'n Wrestling gesehen haben, meine Damen und Herren. Deswegen wird ein weißer Vorhang gespannt. Das ist das Härteste, was wir je bei Rock'n Wrestling gesehen haben. Es wird ein weißer Vorhang vor den Operationstisch gespannt. Was ist hier los? Ey, Hafenklang, ich kann nichts mehr hören! Ich verstehe die Welt nicht mehr. Metzger gegen Penis und Helga. Metzger gegen Penis und Helga, bitte an den Laken nicht ziehen. Bitte an den Laken nicht ziehen, meine Damen und Herren. Wir brauchen ein bisschen Musik, Matu. Mach irgendwas Furchtbares, bitte. Matu, mach Musik. Irgendwas Furchtbares, bitte. Jetzt kommt's.
Musik aus. Meine Damen und Herren, ich habe den Kampf hier nicht ganz verstanden. Gewinner des letzten Kampfes. Gewinner des letzten Kampfes, meine Damen und Herren. Penis und den Metzger. Ja, Penis und den Metzger. Ein bisschen Toleranz, ich Kanake, du Wichser. Musik aus! Mach du Musik aus. Ganz aus, danke. Liebes Publikum, das war das 10. Rock'n'Wrestling!